Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge, doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses Militärprojekt auf der wunderschönen und zugleich sehr, sehr gefährlichen Insel Aurora. Wir sind gerade auf dem Weg zu unserer nächsten Nebenmission. Wir müssen ein Behemoth lokalisieren. Oh mein Gott, und das wird verdammt schwierig, wenn sie mich jetzt hier entdecken und beschießen. Nicht cool, gar nicht cool. Denn die Rotorblätter von diesem wunderbaren Kampfhubschrauber, den wir uns zum Ende der letzten Folge gegönnt haben, die sind sehr empfindlich, wie ich feststellen musste. War ein sehr lustiges nochmal angucken vom Videomitschnitt der letzten Folge. Oh, hier gibt's was Einzigartiges. Damn, irgendwas Cooles. Vielleicht eine Ghillie-Rüstung oder sowas. Und da ist schon wieder so ein riesiges Gerippe. Wir müssen natürlich hier kurz ran. Das geht nicht. Ich kann hier nicht einen einzigartigen Loot-Gegenstand einfach so liegen lassen. Wir werden ganz solide runtergehen. Wobei, wir können ja auch einfach losballern, oder? Ich meine, wir haben Raketen. Was wollen die von uns? Was steht da? Ist da ein Funker dabei oder so? Kann ich meine Drohne vielleicht losfliegen lassen? Ich sehe ehrlich gesagt keinen einzelnen Soldaten. Doch, da ist einer, ne? Verdächtiges Geräusch, ja, ja. Da fliegt nur mal so am Rand erwähnt, ein Helikopter über euch. Nee, wir laufen hin, wir laufen hin. Ich möchte den Helikopter jetzt hier nicht riskieren. Wir können ihn zwar jetzt immer und immer wieder bei der Maria anfordern, also quasi über das Biwak, aber ganz ehrlich, das muss jetzt nicht sein, ne? Das ist unser erster richtiger Flug. Wir haben ja schon die allererste Runde haben wir irgendwie vergeigt gehabt. Ne, ein paar Mal sogar. Und naja, das soll uns nicht nochmal passieren. Ansonsten ist es nämlich wirklich ein schlechtes Omen. So. Aufmachen. Minikarte auf. Wir schwimmen rüber. Eine kleine Abkühlung. Na los, komm, gib alles. Zeig mir mal, wie man Lagen schwimmt, mein Freund. Ein bisschen Freistil. Sauber. Okay. Jetzt könnte es ein bisschen tricky werden. Was sind das für Tiere gewesen? Das sieht ja alles noch relativ frisch aus. Wer weiß, was die hier auf Aurora veranstaltet haben. Es könnte gut sein, dass Aurora so ein bisschen auch wie Jurassic Park ist. Also, ne, wie die Insel von Jurassic Park. Kann ich mir wirklich vorstellen. Ja, auf jeden Fall, Mann. Eine Goldinsel. Ne, Goldmine wolltest du wahrscheinlich sagen, ne? Steck ein. Und weiter geht's. Und da ist er, der einzigartige Gegenstand. Aber ich nehme die anderen Kisten auch mit. Und da sind auch noch Infos. Brauche hier noch auf dieser Ecke der Karte brauche ich noch jede Menge Biwaks. Für Schnellreisen und sowas. Deswegen werde ich auch auf dem Weg zum Behemoth werde ich die ein oder andere Rauchsäule werde ich anfliegen. Oh cool. P5, der Klassiker. Vorsicht, hier ist einer. Hier ist irgendwo einer. Drohne. Now it's your turn. Zwei Stück. Kriegen wir hin, ne? Kriegen wir auf jeden Fall hin. Upsi. X, ne? Genau. Zum Einpacken wieder X drücken. Nur die beiden. Aber ich habe keine klare Ziellinie. Kein klares Sichtfeld. Die Infos holen wir uns gleich. Aber erstmal machen wir die hier platt. Geht doch. Eine saubere Sache. Dank unserer... Ich glaube, wir haben aktuell eine Vektor, ne? Ach nee, das war bei Division 2. Das verwechsel ich hin und wieder mal. Meine aktuelle Bewaffnung ist eine andere als bei Division 2. Nee, ich komme nämlich gerade aus einer Division 2 Aufnahme. Könnt ihr ja auch mal reingucken. Wenn ihr Bock auf richtig harte Action habt, ein bisschen weniger schleichen, ein bisschen weniger snipern, aber auch, ist auch mit dabei, ne? Aber also eigentlich ist es grundlegend ein ganz anderes Spiel. Ne? Sollte man sich beides mal gönnen. Egal, weiter geht's. Oh, ein neues Scharfschützengewehr, G28. Und eine neue taktische Weste, 5.11. Okay.
Wow, LMG auch noch. Heieieiei. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier können wir zwar nichts mehr mitnehmen, aber das hat auf jeden Fall Schauwerte. Meiner Meinung nach. Aber wir müssen weiter. Ist alles nachgeladen? Ja. Alles nachgeladen, zurück zum Heli. Und dann ab Richtung Behemoth. Ach Mensch, Aurora, du siehst heute aber auch mal wieder so richtig schön gut aus. Unverschämt gut. Vorsicht, da sind noch ein paar. Die müssen uns ja nicht sehen. Ein Glück ist es gerade hier so ein bisschen staubig. Und dann zurück zum Heli. Ich hätte mir ein Moped nehmen sollen, ne? Fällt mir auch gerade so ein. Yay, Ananas. Jede Menge Obst. Für Vitamin C ist heute gesorgt. Wobei sicherlich ist in der Ananas noch viel mehr drin, als einfach nur Vitamin C. Kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist heute nicht unser Problem. Das ist heute nicht unser Business. Wir wollen zum Behemoth. Und das wird schon Herausforderung genug sein. Also ich habe vorhin das allererste Mal zu beschießen mit den Raketen. Also wenn wir ihn jetzt gleich finden, beim Missionsmarker, na komm, machst du jetzt mal bitte kurz dieses Biwak klar. Muss ich weiter runter? Ist das überhaupt ein Biwak? Oder ist das irgendwie ein Lager oder so? Nee, ist tatsächlich ein Biwak gewesen. Scroobywood Biwak. Scooby-Doo Biwak. Fein. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Da hinten soll das sein. Bin ich richtig? Ernsthaft? Ja, Behemoth lokalisieren. Dr. Star und Dr. Romero haben ein ungewöhnliches Verhaltensmuster bei einer Behemoth-Drohne bemerkt. Sie glauben, dass sie für ein Invasionsszenario programmiert wurde. Es ist im Interesse aller, dass diese Drohne zerstört wird. Okay, das ist jetzt hier so ein richtiges Lager, ne? Das müssen wir erst machen. Wahrscheinlich müssen wir gar nicht gegen die aktive Drohne kämpfen. Oder doch? Steht sie da? Ist sie das? Das ist sie tatsächlich. So, wir haben ja theoretisch einen Respawn-Punkt gleich um die Ecke. Wir können es ja mal drauf anlegen, aber es wird schwierig. Es wird wirklich schwierig. Oh, es geht schon los. Oh, oh. Ja, wow, es ist gerade ein bisschen schwierig zu zielen. Alles auf den Behemoth. Ist die schlimmste Bedrohung. Oh, der fährt noch. Rakete im Anflug. Nein. Oh, Mist. Abflug. Raus. Und. Was war denn das bitte gerade? Flachkörper macht Laune. Naja, Ja, dann müssen wir wohl jetzt durch. Offensichtlich wird das nicht so einfach, wie ich mir vorgestellt habe. Wenn nicht, müssen wir es halt mit ein bisschen mehr taktischem Feingefühl machen. Das ist ja auch nicht der, also der O-Feist ist ja nicht der teuerste, nicht der allerteuerste Kampfhubschrauber. Und ich hätte eventuell auch in Bewegung bleiben müssen. Das ist die Frage. Kann man dieser Rakete überhaupt ausweichen? So ein bisschen war ich ja nach links gedriftet, aber halt nur ein bisschen. Hey, verpetzt mich nicht. Ihr kleinen Schnuckelvögel. Mit Q können sie eine Panzerbrechertechnik einsetzen. Das weiß ich. Das stimmt. Das könnte sehr hilfreich werden gegen den Behemoth. Und ich würde vorschlagen, wir organisieren uns ein feines Plätzchen. Da oben auf dem Turm zum Beispiel. Und dann machen wir erstmal klar Schiff. Bevor hier wieder Remi Demi losgeht, schießen wir erstmal schön eine Sensorgranate rein. Kawams. Wow, oh Gott, auch noch Drohnen. Ein Funker sicherlich auch irgendwo, oder? Das wird eine richtig anstrengende Mission. Hinlegen. Einschmieren. Die Drohne kommt. Ja, die Drohne muss echt als erstes dran glauben. Nee, auf jeden Fall ganz wichtig. Vielleicht auch mit der ersten Salve.
Panzer brechen. Beziehungsweise mit der ersten Salve panzerbrechender Kugeln. Das ist mehr als eine Drohne, ne? Da hinten habe ich doch noch eine gerade gesehen, oder? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schalldämpfer ist drauf, jupp. Das wird alles hier nicht einfach. Das kann ich jetzt schon mal prophezeien. Vielleicht, wenn es ein bisschen weiter hier hinten ist. Die kam hier relativ weit, weit zu uns hier. Ach, guck mal, das ist hier alles nur, ne? Wie an so einem Set, an so einem Filmset, damit die Drohne trainieren kann. Cool wäre es ja, wenn ich die irgendwie so ein bisschen hacken könnte. Oh, da kommt was. Aber ich darf natürlich nicht darauf schießen, wenn die anderen das mitbekommen. Da kommt sie wieder. Ne, ist sie jetzt bei uns? Nee, immer noch hinter der Fassade, der Bretterwand. Damn. Damn, damn, damn. Alles nicht so einfach heute. Ich muss hoch in den Turm. Und von da oben richtig Remi-Demi machen. Eieieiei, wir müssen uns richtig viel Zeit nehmen. Nein, ist keiner gefallen, ist alles nur... Oh shit. Nicht so cool. Nicht so cool. Kleiner Aufruhr. Oh, größerer Aufruhr. Dass wir auch Funkgeräte haben müssen. Okay. Eieieiei. Und der Behemoth ballert überall hin. Oh oh. Oh oh, hinlegen, hinlegen, hinlegen. Shit. Haben die mich gesehen? Ein Glück gibt's diese Tarnung. Was macht die Drohne da? Ich hab Angst. Ich hab wirklich Angst, Leute. Totally scared. Der schießt überall hin. Oh 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 oh. Mein Ziel ist nach wie vor der Turm. Ach du Schande. Ich hoffe mal, wir sind nahezu unsichtbar. Wenn wir hier im Matsch liegen. Oh 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 oh. Alter Schwede. Alter Schwede. Die Explosion kommt ziemlich nahe. Ziemlich nahe. Oh mein Gott, wir müssen gleich aufstehen. Der sprengt hier alles ab, vorsorglich. Als ob der unendlich Raketen hätte. Genau, schieß auf deine eigenen Leute. Gute Idee. Ja, genau. Geh da rein. Genau. Da in den Bereich. Noch ein Stückchen nach vorne, mein Freund. Ein ganz kleines Stückchen, dann hast du es hinter dir. Dann hast du es geschafft. Er ist drinne. Er ist drinne. Jawohl. Oh, Mann. Sehr gut. Okay. Aber offensichtlich findet das hier kein Ende. Hm. Die Drohne, ne? Verdammt mich nochmal. Die stresst mich jetzt, ne? Muss das jetzt so drohnig sein? Oh, hinlegen! Du siehst mich nicht. Sucht schön weiter. Was ist mit der Drohne da los? Okay, weg, 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 spring, spring. Alter Schwede, wo ist der Eingang zum Turm? Ach du Schande. Remi Demi, Remi Demi. Das liebe ich, ja. Wow. Ich wollte heute ganz entspannt hier ein bisschen snipern. Schleichen und snipern. So habe ich es mir vorgenommen. Naja, Pustekuchen. Das ist halt Breakpoint. Es eskaliert. Oh Gott, ich hätte so gern Minen dabei. Aber die wissen, wo wir sind, ne? Ist natürlich jetzt nicht die beste Idee, da hoch mich in Sicherheit zu denken. Yay! Oh, 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 oh! Du hässliche Drohne! Nein!
war auf jeden Fall nicht die beste Idee. Mitten im Remi-Demi uns auf den Turm zu retten. Nein, nein, nein. Alles andere als... Wir probieren es mal so ein bisschen weiter von links. Aber den da oben können wir eigentlich schon mitnehmen. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. So, kann ich von liegen, liegend ausschießen, geht das? Ach komm, nein, bleib stehen. Egal, dann machen wir dich später kalt, mein Freund. Zumindest sind sie noch alle markiert. Und wir brauchen unseren Loot nicht zurückholen, wie bei anderen Spielen, die ich gerade spiele. Aber egal, Fokus. Mensch, hier ist echt viel los. Ich muss jetzt erst alle so mehr oder weniger heimlich eliminieren. Und dann... Aber das ist ziemlich schlecht da oben, ne? Ja, es ist echt ziemlich mies von da oben zu spielen. Aber ich möchte trotzdem nochmal nach oben. Ich hoffe, ich erwische dich jetzt und... Sorg für keine Explosion. Oh, 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 das ist so. Alles sauber, sehr schön. Da ist die Drohne. Die uns hoffentlich nicht sieht. Und eigentlich brauche ich auch so ein bisschen was mit Wumms, damit ich dann... Wenn Remi Demi ist, dann, dass ich da die Drohnen vom Himmel holen kann. Na los, zeig dich. Ich muss sie abschießen, es geht nicht anders. Bitte explodiere nicht zu laut. Ach, die ist da gar nicht. Okay. Dann habe ich halt umsonst meine panzerbrechende Munition eingesetzt. Oh, da kommt die andere Drohne, ne? Wie ich sie hasse. Wie ich sie alle hasse. Oh, oh, oh. Deckung, Deckung, Deckung. Shit, 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 shit. Oh Mann, oh Mann. Er hat mich, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, noch ist alles cool, aber die Leiche liegt unten. Das ist nicht so cool. Aber wir sind zumindest schon mal im Turm drin. Ist ein okayer Anfang. Die werden natürlich ausflippen, wenn sie den Typen finden. Und die werden nach uns suchen. Aber ob sie uns finden, ist die zweite Frage. Ich gehe ganz nach oben, nicht in den Glaskasten. No way. Kann auch hier gleich mal meinen Fertigkeitspunkt mitnehmen. Ich glaube, wir haben sogar noch einen vom letzten Mal. Dann hätten wir zwei. Mindestens zwei hätten wir dann. Schritte gehört. Oh oh. Oben ist einer, ne? Nee, kann eigentlich gar keiner sein. Oh, ho, 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 ho. Bitte lass da keinen sein. Ich könnte natürlich auch eine Drohne nehmen, aber das wäre ja langweilig, oder? Alles cool, alles cool. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Was? Oh, das war so klar. Oh, Schande. Komm schon, Mann. Mach keinen Schnullibuck. Wo ist denn diese Drohne? Drohne! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Zurückziehen. Ja, habe ich vor. Aber theoretisch... Oh Gott, was? Wie bitte? Alter Schwede. Alter Schwede. Schulter wechseln. Macht er gerade nicht. Wenn die Bazooka draußen ist, macht er das nicht. Alles cool. Es werden wahrscheinlich gleich Leute hierher kommen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Übel. Ja, oh Gott. Wir sind hier. Es eskaliert mal wieder. Kommen Sie zurück, kommen Sie zurück. Wow. Hey, von wo?
Alter Schwede. Stückchen noch, ein Stückchen noch. So. Scheibchen für Scheibchen, die Salami-Technik. Ich würde das Ding hier gerne zumachen. Oh, kommt da eine Rakete oder so? Nein. Irgendwas stimmt hier nicht. Zeig dich, mein Freund. Verspreche dir, ich werde es kurz machen. Ich müsste eigentlich jetzt alle anvisiert haben. Mehr oder weniger. Ach komm schon, Mann. Echt jetzt? Ganz ruhig bitte. Durchatmen. Und einen schönen Kopfschuss. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Wir sind wieder im Spiel. Ja, ja, ja. Versuch doch mal, mein Freund. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Damn, die sind alle beim Turm. Das ist super smart eigentlich von denen. Ach komm schon. Ist jetzt ein bisschen semi-optimal, muss ich zugeben, wie er sich hier verhält. Oh oh. Ich habe natürlich ein tierisches Problem, wenn der Behemoth anfängt, auf uns mit seinen Artillerieschlägen anfängt zu schießen. Der da hinten könnte ein Problem werden. Hey, na, da bist du ja. Ich habe dich die ganze Zeit gesucht, Mann. Katsching. Okay. Da waren es nur noch 20. Aber hier ist keiner, ne? Nein. Alles cool. Ihn sehe ich einfach nicht. Wir können ja mal aus Spaß anfangen, auf den Behemoth zu schießen gleich. Hier ist noch einer. Ah! Wow! Da ist noch so eine kleine Drohne. Eine kleine Killer-Drohne. Na? Gib mir. Nein, komm schon mal. Bleib da, genau da. Okay. Einen nach dem anderen. Ja, da ist er, da ist er. Jawohl. Kopf, Kopf, Kopf. Oh, Mist, 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 Mist. Ey, ey, ey. Schade. Schade, schade, schade. Hätte ja klappen können. Ist aber einfach mal zu weit weg. So, versuchen wir mal unser Glück mit panzerbrechender Muni. Und ich muss vorher noch mal kurz gucken, ob ich vernünftig ausgerüstet bin. Nein, Ansturmen wird getauscht gegen Donnergrollen für mehr Schaden an Drohnen. An Drohnen und ihren Freunden. Gilt das? War das ein Treffer? Hey, hey, hey! Wer schießt hier denn auf mich? Echt uncool von euch. Kommt so ein bisschen durch hier, ne? Stell dich gerade fest. Nee, alles cool. Mann, Mann, Mann. Wie auf dem Präsentierteller. Okay, das wird ein leicht längerer Kampf. Aber nur leicht. Hallo? Komm schon, Mann. Mann, Mann, Mann. Aua, 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 aua. Ich blute. Ha! Ja, das tut sau weh und wird die nächsten 8 Folgen bluten. Das ist immer ganz komisch in dem Spiel. Dass man wirklich echt lange optisch blutende Wunden hat. Ich hoffe, der regeneriert sich nicht oder so. Achso, ich darf einfach nicht die rechte Maustaste drücken, wenn ich die Bazooka draußen habe. Ach so, das muss einem doch gesagt werden. Ich hoffe mal, ich schieße jetzt hier nicht gegen den Zaun. Wuhu! Oh oh. Oh 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 oh. So, kurz Klippo. Ganz kurz Klippo. Und dann geht's frohen Mutes hier weiter.
Na? Schieß einfach mal aus Spaß. Nee, ne? Nope. Jetzt aber. Geht doch. Nochmal die Bazooka. Ich glaube, der hat bestimmt eine Schwachstelle irgendwo. Irgendwo hat er sicherlich eine Schwachstelle. Die kenne ich halt noch nicht. Und bis dahin müssen wir uns halt... Müssen wir uns anders zu helfen. Komm schon, Mann. Schade. Schade. Gleich nochmal, letzte Rakete. Dann haben wir es hinter uns. Dann müssen wir uns wirklich einen Kopf machen. Hey! Weg. Solange wir nicht bluten, ist alles cool. Ich sollte aber irgendwas mit mehr Wumms ausrüsten. Ah ja, stimmt, ich sollte ja den Schalldämpfer abziehen. Habt ihr mir geraten gehabt in den Kommentaren? Das mache ich mit Tee. Schön abschrauben, dann machen wir mehr Schaden. Bedeuten mehr Schaden? Naja. Aber auch nicht wenig, ne? Ach, guck mal. Wow! Remy Jammy! Alter Schwede. Und schon wieder. Oh, hier ist nirgendwo Klippo. Nirgendwo Klippo. Schande, ey. Das macht ihr gleich nochmal, ne? Wir müssen weg. Wie gesagt, wie auf dem Präsentierteller. Ach du Schande. Ne, damit habe ich nicht gerechnet. Mit so viel Gegenwehr haben wir nicht noch zufällig irgendwas mit Wumms, womit ich aus der Deckung richtig hart ballern kann. Hier, das LMG, ne? Ist besser als gar nichts. Wir probieren uns einfach mal damit. Einfach mal ein bisschen rumwämsen. Hallo. Nee, alles cool. Ja, warum nicht gleich so? Wow. Hey, wir haben es gerade noch so hinbekommen, Leute. Mega. Pechenik. Sehr schön, ein blaues LMG. Auch nicht verkehrt. Ich glaube, wir können so ein bisschen stealthen wieder, ne? Nochmal Tag 50, aber nur Single Green Striped. Mensch, coole Sache. Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig, wa? Dann müssen wir uns eigentlich jetzt nur noch um den da kümmern. Wobei, den kann ich auch platt machen mit dem LMG, solange hier noch Remy Demi ist. Hey, vergiss es, Mann! Mann. Die lernen es wohl nie. Eto. Sehr schön. Mensch, wir können ja ordentlich mit Damage dealen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, dann bleibt nur noch übrig, die Basis auseinanderzunehmen und dann gehen wir feuchtfröhlich an die nächste Aufgabe ran. Auf!